Vielen Dank, Charlotte. Komasaufen. Das kam einem in den letzten Jahren wie ein Volkssport bei den Jugendlichen vor. Aber die Zahl der Jugendlichen, die nach Alkoholexzessen im Krankenhaus behandelt werden mussten, geht nach Jahren wieder zurück. Vielleicht auch eine Folge vieler Anti-Alkohol-Programme. Das Neueste ist eine mobile Cocktailbar, ganz ohne Alkohol. Herbert Mangold berichtet. Alkohol gehört für viele Jugendliche zum Alltag. Ein erhobener Zeigefinger hilft da wenig. Die Antwort der saarländischen Jugendzentren, das Präventionsprogramm Shake and Fun. Eine mobile Bar mit alkoholfreien Cocktails, unterstützt mit über 35.000 Euro von Herzenssache. Innerhalb von 15 Minuten ist der Stand aufgebaut. Modernes Design soll die Jugendlichen anlocken, die Alternativen zu Alkohol zu kosten. Suchtprävention hört sich manchmal so ein bisschen an wie saure Milch mit Seltas. Und wir machen hier professionelle, leckere, alkoholfreie Cocktails und haben ein Rahmenprogramm, bei dem ganz viele Spielaktivitätsmöglichkeiten vorhanden sind. Die Erfahrung, viele Jugendliche haben kaum oder selten alkoholfreie Cocktails getrunken. So bietet die Bar die Chance, mit ihnen zum Thema Alkohol ins Gespräch zu kommen. Ich denke schon, da es sehr gut schmeckt. Ja. Wenn ich bei Bekannten bin, dann trinke ich abends ein, zwei Bier mit denen. Das macht ja nichts aus. Man sauft sich einfach kaputt, dass es mit mal stark ist in der Ecke liegt. Aber danach, nächsten Tag, spürt man die Schmerzen. Man weiß nicht, was man gemacht hat. Aber ohne Alkohol kann man trotzdem Spaß haben. Man muss jetzt unbedingt immer Alkohol im Spiel haben. Ein weiterer Programmpunkt des Projekts Rauschbrillen. Hier können die Jugendlichen gefahrlos ausprobieren, welchen Einfluss Alkohol auf die Bewegungskoordination hat. Das Angebot kann auch von Organisationen außerhalb der saarländischen Jugendzentren genutzt werden. Wir sind in Jugendclubs unterwegs, in Jugendzentren, Jugendkulturzentren, Jugendtreffs, gerne auch bei Veranstaltungen von Sportvereinen oder Vereinen generell, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auch Stadtfeste, da können wir vertreten sein. Gemeinnützige Organisationen können die Bar auch mal kostenlos buchen. Kommerzielle müssen einen Unkostenbeitrag leisten.